Also ich wechsle zum Deutschen und wir werden dieses, was jetzt etwas vielleicht ein bisschen vollmundig als Synthese angekündigt war, sehr, sehr verkürzen, aus vielen, vielen Gründen. Nicht zuletzt ist es vorläufig, denn wir werden noch mindestens zwei, eher drei Beiträge haben in diesem Symposium, die genuine Beiträge dieses Symposiums sind, wenn auch in anderer Form, und zwar in musikalischer und performativer Form, von Simon Vincent, Atao Tanaka und Adam Parkinson und danach noch von DJ Computer Dora, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber vielleicht ein paar kleine Gedanken zum Abschluss, die wir mit Ihnen, mit euch teilen möchten. Und ich würde gern, wenn ich darf, beginnen mit dem wir gerade geendet haben. Es scheint mir so zu sein, dass wir... wenn ich an den Anfang zurück denke, gestern, als Thomas Elsässer recht am Anfang seines Vortrags sagte, dass die digitale Schwelle für ihn kein Bruch der Technologie ist, sondern die Aufforderung und Anlass zu einer Frage und zu einer Auseinandersetzung, dass diese Position sich in vielen Beiträgen für mich bestätigt hat. Ich denke da auch an gerade heute an einen der letzten Vorträge von Lasse Scherfig, der dann sagte, die digitale Schwelle stellt die Frage, mit was wir da eigentlich interagieren. Und wenn ich das in Verbindung bringe mit einigen der Beiträge der letzten zwei Tage, dann scheint mir eine Antwort darin zu bestehen, dass es halt nicht nur eine Interaktion mit Technologie ist, sondern eben auch mit Ideologie und mit Konzernen und mit uns anderen, die wir sozusagen innerhalb dieser Dispositive mit der Technologie spielen und von ihr gespielt werden, was die Sache kompliziert macht und was die Kybernetik vielleicht nochmal auf eine andere Ebene nochmal ins Spiel bringt, und Regulierungspraktiken, die wir mit uns und mit der Technologie, mit den Diskursen, die diese Technologie für uns handhabbar und brauchbar machen und auch deswegen so schwierig zu durchschauen. Kurz und gut, da werden Kreisläufe beschrieben und Kontrollinstanzen, an denen wir aber eben immer mitbeteiligt sind, und gleichzeitig Apparate, von denen wir eben nur einen Teil zu verstehen bekommen, beziehungsweise es gibt Interesse daran, dass wir bestimmte Dinge nur so verstehen, wie sie verstanden werden können, damit es so läuft, wie es läuft. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht vollkommen in meinen Gedanken an ein Ende galoppiert, wo ich alleine stehe, aber die Chance... hat Mark mich jetzt zu korrigieren. Okay, actually, we're going to do this bilingually, just to be very consequential through the end. I assume that every German speaker here does understand me, since you've been learning it since the fifth grade. I actually don't have to correct you at all, Jan. I think that was a very, very nice summing up of, you know, what we've been talking about the last 1.5 days. I personally would just like to take this moment to not try and synthesize everything that was said. That would be impossible, and I would only make a fool of myself. But to say that I'm very, very happy that our assumption was, for me, correct, and I hope you agree with me, that it is worthwhile to look at our current situation through the lens of the digital threshold, diachronically and synchronically. And we had very many contributions which you played to either, or some did to both of these axes. We were confronted with the complexity and the messiness of the diverse digital analog configurations that we have in our lives today, and that have, you know, diffused in society and culture over the last 30, 40 years. And that it doesn't make sense, just like it doesn't make sense to talk about the internet, it doesn't make sense to talk about the digital. And I walk out of here with quite a few inspirations and quite a few questions that I will be digesting in the days to come, and I hope you do so as well. If you do not have anything to add content-wise, I would just like to basically sum up the program for the rest of the evening. Now we're going to open up the break, which was supposed to start at 8:30. We're starting at, I think, 8:40, if my clock is correct. The cafeteria and the bar are open downstairs, so if someone wants to eat something, please do so. All of the guests who were presenting are encouraged to, are invited to join us at the long table. And just basically mingle with the guests who are there. I would like to explicitly say again that the exhibition, the Schwinde der Wirklichkeit, is open until 11 o'clock. You can gain entrance with the tickets you bought to come here, and also that the installations from Amaze are still open downstairs. And the DJ Computador is going to be playing later on. And I would, yes, at the, as maybe
most important point to say. Also, be very happy to see you back here in an hour. It's scheduled for 9:30. We'll probably start at 9:35, but there we will have the live performance of Simon Vincent and Atao Tanaka and Adam Parkinson, each for a half an hour. We're not talking about, you know, big concerts, but I think it would be a nice way to let this evening, as you would say in German, abklingen, you know, to sound out, you know, with some genuine artistic performances. So thank you very much for the participation, for staying with us. I know it was a tour de force. It was very, very dense material presented today, and I'm very happy that everyone stuck with us. Thank you very much.